Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valhalla Hills. In der letzten Folge haben wir die Portalwächter umgebracht, haben somit ein bisschen mehr Platz auf dieser Insel gewonnen und haben das Dorf mit ordentlich viel, ja, Brot gefüttert. In der heutigen Folge, und ich habe darüber jetzt nochmal nachgedacht seit der letzten, kurz gesagt, also ganze 10 Sekunden, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir sehr wahrscheinlich in das Portal reingehen werden heute schon. Denn hier gibt es nicht mehr so viel zu holen. Ich würde sagen, wir sollten erst ein bisschen Progress, also wir sollten lieber ein bisschen Progress machen, statt uns jetzt hier letztendlich faul aufzuhalten. So schön ich tatsächlich die Insel finde. Ich finde die bisher wirklich am hübschesten. Einfach daran gemessen, dass sie wirklich viele verschiedene Biome haben. Wir haben hier einen Birkenwald, hier einen Birkenwald, hier einen Nadelwald, da oben ordentlich viel Eis, hier einen Strand. Das ist eigentlich das Perfekte. Das will man haben, so. Diese Mischung wäre perfekt für eine Insel. Aber hier gibt es trotzdem wenig zu holen und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns jetzt langsam darauf konzentrieren, wieder eine neue Welt anzufangen somit. Alles nochmal von fort an, weil wir haben auch tatsächlich nichts, was wir jetzt schnell gesagt freischalten können. Wohnhaus. Wohnhäuser erhöhen die... Warte, was brauchen wir da mindestens? Ja, guck mal, das ist jetzt alles so Sachen... Das sind alles Sachen, die wir jetzt immer nur... freischalten können, indem wir halt neue Welten freischalten. Ich meine, gut, hier haben wir mindestens 14.400 von gesamter Spielzeit. Oh, neuer Bergtyp. Eisberge, das wäre cool. Vielleicht brauchen wir doch vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit einfach, aber woran kann ich das sehen? Ist das bei dem Dings? Gesammelte Ehre gerade mal 650, da waren wir auch schon mal besser, ne? Was ist damit Spielzeit gemeint? Meinen die damit Sekunden? 14.000. Ich habe jetzt aktuell 10.037. Kommt das hin in Sekunden? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal aktualisieren. Das ist dann weiter. Ah ja, das sind tatsächlich Sekunden, oder? Nee, kann ja auch nicht sein. So lange geht eine Sekunde nicht. Wohl. Ich meine, es steigt langsam an. Ich muss sagen, den Bergtyp Eisberge hätte ich schon gerne, ne? Wir können vielleicht doch noch. Vielleicht bleiben wir doch noch eine Folge auf dieser Insel. Und holen uns dann wenigstens noch den Bergtyp. Aber wie lange würde das denn jetzt ungefähr dauern? Wenn das jetzt wirklich, sagen wir mal, 2 Sekunden sind, weil es kommt mir eher vor wie 2 Sekunden. Ja, brauchen wir schon ein bisschen noch, ne? Vor allem, weil wir sind ja jetzt gerade mal bei 10.000. Wie lange befinden wir uns jetzt auf der Insel? 3 oder 4 Folgen? Also eine sollte schon ausreichen, aber auch nur knapp, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt bitte abstimmen. Oh, das wäre noch so cool, wenn es die Funktion noch bei YouTube gäbe. Das wäre tatsächlich cool. Ich mochte die Abstimmfunktion. Schade, dass die entfernt wurde. Obwohl das jetzt in dem Fall nicht viel bringen würde, weil ich kann ja dann... ich hätte ja dann nicht verändern können. Das könnte man ja höchstens im Livestream. So, ja, ich weiß nicht. Ich habe wirklich eigentlich keine Ahnung, was ich jetzt noch bauen soll hier, weil die Menschen benötigen hier nichts mehr. Die fühlen sich wohl. Will ich wirklich abwarten? Ach komm, Eisberge brauchen wir doch sonst noch gar nicht, ne? Eigentlich brauchen wir die gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Komm, wir gehen jetzt zum Portal. Falls ihr jetzt gerade schon schnell und super rapide in die Kommentare geschrieben habt, nein, hol den Eisberg noch, dann tut's mir leid. Können wir ja immer noch holen. Aber jetzt gerade würde ich persönlich sagen, wir brauchen den erstmal nicht. Das verstehe ich immer noch nicht, warum der sich immer wieder umplatziert. Naja, gut. Alles klar, wir verlegen jetzt erstmal das Armeelager nach da oben. Ich weiß leider immer noch nicht ganz, was es mit diesem kleinen Gebäude auf sich hat. Ich kann mir durchaus vorstellen... Weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht die Gegner rauskommen. Vielleicht lebt da drin auch Ivanushka. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, holt euch erstmal Beeren. Das ist okay. Ihr könnt euch ein paar holen. Bedient euch. Boah, die müssen doch schon so krass Durchfall haben, wenn die den ganzen Tag nur Beeren essen. Das ist zwar eigentlich ganz geil. Ich liebe ja auch so Beeren. So Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Das sind super leckere Früchte. Aber wenn man davon nur einen ganzen Tag lebt, dann weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Und 3 Gegner erscheinen, mit denen wir es definitiv aufnehmen sollen könnten, weil... Ach komm.
Wir haben es mit mehr als das aufgenommen. Schickt mal ruhig ein paar wieder ein, das werde ich nicht sagen. Das werde ich nicht sagen. Jedes Mal im Let's Play, wo ich gesagt habe, ach, alles leicht, geht schon fit, wurde ich auf einmal angegriffen und bei mir wurde alles zerstört. Das ist immer so mein Unglück. Von daher lasse ich das mal lieber. Ach, der mit dem Bogen ist frech, ne? Ich wünschte, wir hätten auch jemanden mit dem Bogen. Darum kümmern wir uns mal in der nächsten Welt, dass wir mal ein Waffenlager bauen. Oh, die sind aber gut geschädigt, ne? Leute, ihr könnt übrigens auch... Ihr müsst nicht sterben, falls ihr das nicht wusstet. Da ist gerade jemand gestorben. Oh mein Gott, der wurde komplett zerfetzt. Rest in Peace, wer auch immer das war. Ach du Scheiße. Leute, ich weiß nicht, ne? Ihr hättet aber... Oh mein Gott, rest in Peace an den Typen. Scheiße. Wer ist gestorben? Björn! Nein! Und so starb ein wahrer. Guck, das sage ich ja. Aber an dem Punkt könnte ich auch einfach 10 Steine vergeben. Naja, gut. Ja, das war jetzt ein Desaster. Der hätte nicht sterben müssen. Wir haben genug Leute gehabt. Der hätte einfach sagen können, jo Leute, ich habe genug gemacht heute. Mein Arm tut ein bisschen weh. Aua, aua. Ich gehe mal lieber. Ja. Gut. Gibt es sonst noch was zu holen hier? Nö. Olaf, arbeitslos? Mir egal, wir gehen in die nächste Welt. Los geht's. Victory, Sieg, du hast die Mission an diesem Berg gewonnen. Sehr schön. Schauen wir mal, wie die nächste Insel aussieht. Ich bin sehr gespannt. Oh. 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 Ui, aber es ist hübsch, ne? Ist sehr hübsch. Boah, doch, die gefällt mir. Die ist aber auch sehr steil. Aber ist hübsch. Gefällt mir wirklich. Sieht richtig gut aus. Wow. Mit den Birkenwäldern haben sie es, ne? Ich leider nicht. Ich würde mir da einen abniesen. So. Oh, wer ist der denn? Eisgolem. Ich habe gedacht, da steht ein Baum. Auf einmal bewegt sich das Scheißteil. Eisgolem, dieses von Eisweisen mittels Mystik erschaffene stumme Wesen, besitzt gewaltige Größe und Kraft. Ich sehe das. 2 Stück davon. Uiuiui, okay. Also haben die ihre eigenen Dörfer, ich sehe schon. Ich meine, solange die keinen Progress machen, ne? Alles gut. So, wie sieht's aus? Wir haben hier wieder die altbekannte Gruppe, ne? Den Thorsten, den Karl, die Hedda, Bjarne, Olla. Kennt man ja alles. Klassischer Anfang, den wir hier mal wieder treffen müssen. So, jetzt erklär mir mal, wie das funktionieren soll. Warum ist das im grünen Bereich? Ich sehe keinen Baum stehen. Boah, die müssen echt weit laufen dafür, ne? Vielleicht wäre es mal ganz gut, erst einen Förster zu platzieren. Jetzt sehen wir den mal da an. Uiuiui. Bin ich ja mal gespannt, wie die Ressourcen hertreiben. Ich meine, wir können im Endeffekt ja trotzdem nochmal so ein bisschen weiter nach oben ziehen, im Endeffekt. Weil da wird es halt auch wieder schwierig mit dem Bauen, wie man sieht, ne? Ich würde sagen, unten am Strand bauen wir hauptsächlich wieder so ein bisschen Mühle hin und allgemein Verpflegung. So, dann haben wir erstmal einen Holzfäller. Als nächstes den Werkzeugmacher. Das ist halt wieder dieses standardmäßige Prinzip, nachdem wir jetzt einfach verharren. Ne? Kennt man ja. Das wird sich erstmal nicht ändern. Ne? Dieses Grundprinzip werden wir immer benutzen. Alter, 2 Eisengolem. Gut, dass die wahrscheinlich den Berg nicht runterkommen. Könnt ihr mal von der Kante fallen? Also nur so eine Frage. Also könntet ihr es theoretisch? Falls ja, könnte einer von beiden, es muss nur einer sein, von euch das echt mal demonstrieren. Ich würde das sehr interessant finden. Ich glaube, das würde jetzt auch tatsächlich jeder ganz cool finden. Der steht zum Beispiel kurz davor. Also wenn du dir mal einen kleinen Ruck geben könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Naja. Okay. Kommen wir schon mit klar. Die kommen ja hier erstmal nicht runter. Das sind ja schließlich Eiswesen. Die müssen da oben ja bleiben. Wie wäre es? Jetzt kommt der Plan. Wir werden dieses Dorf so lange haben, dass wir in die Industriellzeit reisen können. In der Industriellzeit werden wir so viele Abgase ausstoßen, dass wir einen Klimawandel auslösen. Und dieser Klimawandel sorgt dafür, dass dieser Berg an Eis abnimmt und die Eisgolem schmelzen. Klingt das nach einem Plan? Naja, haben wir auch ohne diese Eisgolems geschafft in der Menschheit, ne? Naja. So.
Oh, Essenslager. Oh, wir haben neue Sachen bekommen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wurde nicht angezeigt, oder? Großes Lager. Im großen Lager können mehr Waren aus der Umgebung eingelagert werden als im kleinen Lager. Das ergibt Sinn. Dieses Gebäude wird zum ausschließlichen Lagern von Nahrungsmitteln genutzt. Das ist tatsächlich sehr gut. Das hat uns, glaube ich, gefehlt. Deswegen haben die Leute sich nicht wirklich was rausgenommen. Sehr schön. Ja, sehr geil. Freue ich mich. Da freue ich mich doch drüber. So, Leute, wir wollen jetzt erstmal noch ein Zelt. Gerne wieder ein größeres erstmal. Sonst lohnt sich das ja nicht. Ich überlege gerade, ob die einfach woanders hinziehen diesmal. Das wäre schon okay hier vorne, ne? Ich finde persönlich immer, man kann ganz gut die Häuser neben dem Startportal platzieren, weil im Endeffekt müssen wir dieses Jahr auch beschützen. Und wenn da genug Einwohner rumlaufen, von Natur aus, dann ist das ganz gut. Hey Lenya, was geht? Ich finde den Namen immer noch cool. Als jemand, der auch Len heißt, finde ich das ganz nice. So. Was haben wir denn noch so? Ich würde halt echt gerne diesmal richtig früh mit der Farm anfangen, aber ich weiß nicht, dafür, dieser Weg dorthin ist halt steinig. Dafür brauchen wir halt erst eine Sägemühle, dann brauchen wir ein Steinbruch, dann brauchen wir ein Steinmetz, dann brauchen wir das und das und hier und oh, alles so aufwendig. Warum ist die Frage? Stellen erstmal Äxte her. Ich finde das immer noch cool, wie die einfach runterfallen. So läuft das nun mal ab in Valhalla, ne? Beziehungsweise wir sind ja noch nicht in Valhalla, aber unser Weg wird dorthin führen. Wir schaffen das sicherlich. Wir zeigen es unserem Vater. Ja, schon mal ein kleines süßes Dörfchen, ne? Ist immer so ungewohnt, wenn man so neu anfängt hier, sozusagen, und dann auf einmal nur noch so 3 Gebäude hier stehen, statt irgendwie 20. Sehr ungewohnter Anblick. Aber manchmal ist es auch ganz schön, mal wieder so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Der Olaf. Ja, was können wir denn als nächstes bauen erstmal? Wie gesagt, ich würde super gern daran arbeiten direkt, dass wir vielleicht ein bisschen sowas in die Richtung Farm direkt machen können. Aber das ist halt schwierig, ne? Wir können ja schon mal ein Holz in Steinbruch bauen. Ja, schön, dass der nicht neben den Stein platziert werden kann. Finde ich sehr gut. Der wird teuer. Möchte ihn aber schon neben den Stein haben. Ich habe gerade übrigens einen Busch zerstört. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Aber hier stehen ja noch genug. Wie gesagt, ich würde schon cool finden, wenn man die einfach anbauen könnte. Wenn es dann eine Möglichkeit gäbe. Auch wenn die es denn, wenn die erst im späteren Verlauf des Spiels eine Sache ist. Ach so, dafür brauchen wir ja Bretter. Oh, ich bin auch ein Vollidiot, ne? Also manchmal. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex, kann ich da nur sagen. Ich würde das schon gern billig bauen, ne? Aber es ist ja schon ein billiges Gebäude an sich. Von daher können wir das lieber hierhin platzieren. Wenn ein Gebäude von Natur aus schon günstig ist, dann wäre es vielleicht schlauer, das Ganze dann auch ruhig teuer annehmen zu können. So, das ist die Sägemühle, ne? Genau. Arbeiter fehlen. Ja, komm. Ach, wir haben ja Maximalkapazität. Uiuiui. Ja, ein Wohnzelt will ich erstmal nicht bauen eigentlich. Ich würde schon gern warten, bis wir da mal angelangt sind. Boah, Wohnzelte kann man aber eigentlich so viel besser platzieren, ne? Fällt mir gerade einfach mal so auf. Das heißt, komm, wir machen nochmal. Wir machen nochmal ein paar Wohnzelte hier hin. Vielleicht sind die sogar echt ein bisschen besser. Ich mal drüber nachdenke, hier passen 20 rein. Das Ding braucht mehr Platz und mehr Ressourcen. Also. Naja, gut, kostet halt genau gleich viel, aber kann halt weniger platziert werden. Ich wusste nicht, dass das einen Sound macht. Ich habe schon erst gedacht, das ist mein Stuhl und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht auf dem sitze, sondern hier stehe. Und dann war mein zweiter Gedanke, ist das meine Hüfte? Gott sei Dank war sie das nicht. In dem Alter bin ich noch nicht, okay? Da sind hoffentlich noch ein paar Jahre hin. Ein paar Jahrzehnte hoffentlich. Ein paar Jahrhunderte. Ja, das wäre ja Premium. So.
können wir mal ein paar Träger anfordern. Dann baut man ein paar Bretterchen. Vielleicht wäre ein Wohnzelt besser gewesen für die Arbeiter, ne? Warte, können wir? Okay, wir können nicht nochmal einen wegnehmen da. Da baut erstmal das. Ist zwar weniger wichtig, aber bitteschön. Oh, die nehmen sich jetzt schon nichts mehr von den Büschen hier unten. Aber vielleicht ist Olaf auch eher ein Pilztyp. Ich nehme es ihm nicht übel, gerade wenn man den ganzen Tag nur Beeren isst. Ja, ja. Lia schläft auf dem Boden. Ja, ihr habt ja noch keine Schlafmöglichkeit, so wirklich, ne? Ist halt schwierig. Deswegen wäre es jetzt mal ganz wichtig, wenn ihr mal vielleicht das Ganze hier aufbaut. Wie sieht es eigentlich aus? Können wir hier ein Dings platzieren, Förster? Ja, auch wieder eher kritisch, aber machbar. Ja, platzieren wir hier irgendwie hin oder so. Das geht schon. So. Wenn die jetzt aber langsam mal damit fertig werden, wäre auch gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man Arbeiter nicht mehr... Also, dass man die zuteilen kann, aber dann halt nicht mehr abbrechen kann, dass da so viele dran arbeiten. Weil an sich hätte ich erstmal, glaube ich, das Wohnzelt bauen sollen. Naja, passiert. Oh, warte mal, hier könnte ich theoretisch welche... Könnte ich theoretisch welche loswerden. Arbeitet aber auch gefühlt keiner hier, ne? An dem Ding. Warum ist die Frage? Ah, wir haben kein Holz, ne? Oh, das ist so ein langer Weg bis dahin. Ist auch kein Wunder. Ist Torben der Holzfäller? Das ist so ein verdammt langer Weg, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für eine Route ist. Und dann mit einem riesigen Holzklotz auf dem Rücken, ne? Ja, ja, wir brauchen unbedingt einen Förster. Wie teuer war denn der? 2 Holz nur? Und ich baue hier irgendwelche Dingszelte. Ich habe das mal wieder abgebaut. Wow, ein Holzklotz? Mensch, ein Teil der Baukosten, wo er kein Teil der Baukosten. Naja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Egal, wir bauen jetzt erstmal noch ein weiteres Wohnzelt. Das Sägewerk entsteht auch endlich mal, weil wir kurzerhand mal an Holz kommen. Aber ist echt schwierig, ne? Ist echt schwierig da. Ich bin auch am überlegen, ob wir den Holzfäller da hinten hin platzieren, aber das ändert ja nicht viel an der Situation. Ich hätte allgemein vielleicht ein bisschen weiter nach hinten mich platzieren müssen. Mehr in den Wald hinein. Da lässt sich auch wieder alles so schwer positionieren, ne? Ich weiß ja nicht. Toll. Kein Holz. Wow. Starke Arbeit. Ich werde mal ganz kurz wirklich mal versuchen, das... Ich kann das nicht umplatzieren. Warum nicht? Das ist ja blöd. Ich glaube, ich hatte den Steinbruch vielleicht auch ein bisschen zu früh gebaut, ne? Ach, das ist doch alles blöd. Das muss ich auch nochmal abreißen. Braucht das Holz fürs Zelt. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Und wir haben halt auch nur noch ein Holz davon zurückbekommen, ne? Wo ist denn die... Wo ist die Beauftragte fürs Holz? Edda, warte mal. Hedda, meine ich. Karl? Nein, nein, nein. Ich wollte die Hedda haben. Kann ich dich hier hinschicken? Dann gibt es nämlich kostbares Holz. Hedda, bitte. Blöd, dass ich das nicht umplatzieren kann. Die denken sich halt jetzt so, ja, ist mir jetzt egal. Aber bitte, du musst was tun. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nochmal den Steinbruch abbauen. Weil viel machen können wir jetzt nicht. Die sitzen gerade ein bisschen in der Sackgasse. Kurz sogar am Überlegen gewesen, ob wir das Ganze nochmal neu starten einfach. Können wir theoretisch auch machen, ne? Dann ersparen wir uns den ganzen Stress, dann bauen wir hier hinten einfach erstmal den Holzfäller und so hin. Ich weiß es doch auch nicht.
Tja, also ich sag schon mal so, kommen wir nicht an Holz. Das wird sehr schwierig. Naja, gut. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, ob wir das Ganze noch geregelt bekommen. Ansonsten fange ich halt die ganze Sache hier nochmal von neu an. Also diese Insel hier. Nicht das ganze Spiel. Also ich hoffe, man kann diese Insel nochmal neu anfangen. Wäre ja sonst ein bisschen blöd. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann läuft. Ja, wird schon irgendwie wieder, ne? Alles klar. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen, wikingerreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal bei Valhalla Hills. Bis dann. Bye, bye.